Ja, sehr geehrte Frau Staatsministerin, liebe Frau Professor Böhmer, sehr geehrter Herr Professor Goneim, liebe Frau Professor Wintermantel und natürlich der mich gerade fotografiert, lieber Professor Margaret Negem als Vice President of the Helwan University, dear colleagues and friends, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben jetzt heute schon 3 Stunden lang mit Experten diskutiert und hatten dann die Quadratur des Kreises. Wie kriegt man 20 Experten auf ein Podium und diskutiert weiter? Wir haben uns entschieden, wir diskutieren jetzt nicht 3 Stunden weiter, sondern führen in einer kurzen Diskussion Ergebnisse dessen zusammen, was wir heute in einem wirklichen Gespräch von Experten aus den Verbänden von ICOMOS, von der Koldewey-Gesellschaft, von den Universitäten aus Köln, Berlin, Aachen und Cottbus, aber auch vom Verband der Landesarchäologen und Landesdenkmalpfleger geführt haben. Warum haben wir eigentlich heute schon 3 Stunden lang intensivst diskutiert? Herr Bundesminister Dr. Steinmeier hat, als er das Amt als Außenminister antrat, eine Diskussion eröffnet, die hieß Außenpolitik weiterdenken, und er stellte die Frage, was ist falsch an der deutschen Außenpolitik und wenn überhaupt, was sollte man daran ändern? Wir haben diesen Ball heute aufgenommen und haben eine Serie von Veranstaltungen begonnen, die heute um den Kulturerhalt sich drehen, auch um die Vermittlung, was ja auch Thema der Konferenz ist, dann in Istanbul sich drehen wird um Kultur und Tourismus und dann im Dezember, sehr wichtig, ein Thema, was Professor Goneim angesprochen hat, Kulturgüterschutz, also wie schaffen wir es, Raubgrabungen, auch den illegalen Kunsthandel einzuschränken. Und wir haben das Thema aufgegriffen, was ist falsch an der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik und wenn überhaupt, was sollte man daran ändern? Und wir haben, denke ich, einige Ergebnisse erzielt in der Diskussion mit auch den Vertretern des Auswärtigen Amts, gerade aus dem Arbeitsbereich des Kulturerhalts, das Programm, was ja Frau Professor Böhmer schon angesprochen hat. Und uns geht es ein wenig darum, nicht jetzt die bedrängenden und bedrückenden Bilder, die wir alle vor Augen haben, aus Mali, Syrien und dem Irak zu diskutieren, sondern das Thema grundsätzlicher anzugehen. Und wir haben immer den Blick auch für die positiven Entwicklungen, die positiven Ereignisse. Und eines ist, das hat Frau Professor Wintermantel hervorgehoben, dieser wunderbare Studiengang. Ich möchte Ihnen nun kurz vorstellen, wer hier auf dem Podium neben mir sitzt. Und ich möchte anfangen mit unserem ägyptischen Gast, Herrn Professor Dr. Hossam Refai, Dekan der Fakultät für Tourismus an der Helwan University und Ägyptologe. Und Sie werden gleich feststellen, in der Schule war er, in der deutschen Schule in Kairo und Promotion hast du in Wien gemacht. Ne? Also er spricht perfekt Deutsch, was mich immer sehr beschämt bei meinen völlig begrenzten Sprachfähigkeiten. Dann haben wir Frau Professor Ingrid Scheuermann auf dem Podium. Sie lehrt Geschichte und Theorie der Denkmalpflege an der Technischen Universität in Dortmund und ist tätig in der Denkmalvermittlung und leitet die Denkmalakademie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Professor Dr. Knaut hatte nicht so eine lange Anreise. Er ist der Vizepräsident der Hochschule für Technik und Wirtschaft und vertritt hier auf dem Podium auch den Bereich der Konservierung und Restaurierung und ist auch in die Diskussionen eingebunden, wie man weitere Studiengänge auch in diesen Bereichen vielleicht entwickeln kann. Ich möchte mir gestatten, als erstes meinen geschätzten Kollegen Hossam Refai zu fragen, es wurde schon gesagt, wir hatten eine wunderbare Konferenz letzten Dezember in Luxor. Wir haben diesen wunderbaren Studiengang mit fantastischen Studierenden, die nach Deutschland kommen. Was mich interessieren würde, jetzt unabhängig von tagespolitischen Problemen, was sind die grundsätzlichen Herausforderungen eigentlich, mit denen Ägypten im Bereich des kulturellen Erbes einfach konfrontiert wird? Vielen Dank, Frau Fless. Ja, wie ich vorhin in der Expertenrunde auch betont habe, haben wir in Ägypten und auch in den anderen arabischen Ländern die einzigartige Situation,
dass wir Länder von reichhaltigen kulturellen Erbe sind, aber eben keine Studiengänge haben, um die Ausbildung von Managers für dieses Erbe. Ägypten ist ja vielleicht das reichhaltigste Land der Welt in alter antiken Kulturen, von der pharaonischen bis zur islamischen, griechisch-römischen, koptischen und modernen Kultur. Und wir haben ja, wie in anderen arabischen Ländern auch, Fakultäten für Tourismus und für Archäologie. Wir bilden Archäologen aus, wir bilden Tourismusexperten aus, wir bilden Reiseleiter aus, wie bei uns an meiner Fakultät. Wir interpretieren die Kultur, aber wir haben keine Ausbildung für den Erhalt dieser Kultur, das Management dieser Kultur, sowohl für Kulturstädte als auch für Museen. Und darum entstand die Idee, die ich hatte, zusammen mit meinen Kollegen, Professor Margit Negm und meine Kollegen an der Fakultät, um 2010 haben wir die Idee gehabt, dass es jetzt die Zeit ist, dass man anfängt, Studiengänge zu entwickeln, um professionelle Managers für dieses Kulturerbe auszubilden. Und darum haben wir auch geschaut, wo man in Deutschland einen Partner findet, und wir haben mit Cottbus Senftenberg einen großartigen Partner gefunden und dann zusammen mit dem DAI auch einen internationalen Partner, und wir haben diesen Studiengang zusammengebracht. Und es ist das erste Studiengang in Ägypten und vielleicht auch in der ganzen arabischen Welt für die Ausbildung von Managers dieses Kultur. Und wir haben dann auch an einem zweiten Studiengang gearbeitet, Museum Studies, das wir dann in eigener Regie an der Helwan-Universität fortgeführt haben und vielleicht mit der Uni Würzburg dann noch weiterführen. Und die erste Studentengruppe beginnt im Oktober mit diesem zweiten Studiengang. Diese beiden Studiengänge sind die ersten in Ägypten und vielleicht auch in dem ganzen arabischen Raum für die Ausbildung von Professionellen, die in Museum und an antiken Städten für den Erhalt dieses Kulturerbes arbeiten. Und wir hoffen, dass auch in Zukunft, dass wir in der Fakultät eine eigene Abteilung für Heritage und Museum Studies anfangen. Das wäre dann auch die erste Abteilung ihrer Art in Ägypten, damit wir auch eine richtige Abteilung haben für die Ausbildung von Professionellen in diesem Bereich. Es gibt in Ägypten einen Riesenbedarf an ausgebildete Fachkräfte in diesen Bereichen, und ich denke, in der gesamten arabischen Welt ist die Situation nicht ganz anders wie in Ägypten. Ja, mit den Studiengängen, das ist ja ein ganz wichtiger Faktor, bilden wir natürlich den Nachwuchs aus, der dann tätig wird. Was können wir denn machen auch für diejenigen, die jetzt schon in Amt und Würden sind? Also wir haben ja sehr viele, das kennen wir auch aus anderen Gast- und Partnerländern, Mitarbeiter auch und Kollegen in den Museen und in auch den Denkmalbehörden, dem Antikendienst. Was können wir denn da eigentlich auch machen? Denn das ist ja ein anderes Feld, die sind ausgebildet, die haben ihren BA oder MA, und eigentlich stellt sich ja die Frage, wie bei uns auch, wie Lifelong Learning, sagt man heutzutage, wie könnte man dort auch Kooperationen setzen? Ja, da gibt es auch einen Riesenbedarf. Die meisten Angestellten an Museen und an antiken, also an Inspektoren an Kulturerbestätten sind kaum oder sehr wenig ausgebildet. Ich habe gerade vorhin auch den erwähnt über meinen Kollegen Khaled Lanani, der vor einem Monat Direktor des National Museum of Egyptian Civilization ist und 270 Mitarbeiter hat, die kaum ausgebildet sind. Das sind Absolventen von Fakultäten für Archäologie, aber sie haben nichts mit Museen zu tun, aber sie werden einfach an Museen dann angestellt, und die haben fast keine Ausbildung in Museologie. Die Situation in fast allen Museen ist nicht anders. Man gewinnt mit der Zeit dann Erfahrung im Umgang mit Museumsgegenständen und Objekte und werden dann Kuratoren so aus Erfahrung, aber eine richtige Ausbildung in Museumskunde gibt es eigentlich gar nicht. Und da habe ich auch erwähnt vorhin, dass man eben deutsches Know-how ist sehr gefragt, nicht nur in Ägypten, sondern in allen arabischen Ländern. Und meistens geht ja die deutsche Erfahrung und Hilfe in Bereichen der Technik und Energie und so weiter, aber auch eben in Kultur kann Deutschland sehr, sehr behilflich sein und sehr weitreichende Hilfe bieten
in Ägypten und in allen arabischen Ländern auch, mit auch nicht jetzt mit Studiengängen, aber auch mit Sommerschulen, Training und so weiter, kann man sehr vieles auch in Ägypten und im arabischen Raum eben ändern. Ja, ich hatte gestern Abend noch mit meinem Kollegen, dem Direktor der Abteilung in Kairo diskutiert, Stefan Seidelmeier. Wir haben ja, also wir versuchen da ja auch etwas zu machen im Rahmen der Transformationspartnerschaft, und manchmal denkt man, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Er sagte 250 Bewerbungen auf 11 Stipendien und mindestens davon aber auch 100 ausgezeichnete Bewerbungen, und dann ist es die Quadratur des Kreises, wenn man hört, dass die Kollegen im Museum 270 Mitarbeiter haben, in denen wir oder bei denen wir zusammenarbeiten könnten, um eben weiterzukommen. Und die Frage stellt sich eben, was haben wir für Wege? Also ich weiß, die französischen Kollegen vergeben auch einzelne Stipendien, aber wenn man die Zahlenverhältnisse sieht, erschreckt es einen ja schon ein wenig. Ne? Mhm. Habt ihr weitere Perspektiven, was man machen könnte oder... Ja, eben, also man kann vieles anbieten. Wir haben ja in Ägypten vielleicht 100 Museen. Alle Mitarbeiter brauchen Training und brauchen also Weiterbildung. Mit diesem ersten Studiengang in Museum Studies ist nur der Anfang dieser Entwicklung einfach eingesetzt. Aber ich freue mich, dass es jetzt endlich in Ägypten gibt, diese zwei Studiengänge gibt. Und ich hoffe, dass das auch an anderen Unis solche Studiengänge angesetzt werden. Und die Kooperation mit deutschen Universitäten kann da weiter vertieft werden und mit dem DAI auch. Und Sie haben ja vorhin auch erwähnt, die Struktur in Deutschland muss auch weiterentwickelt werden, um diesem Bedarf eben auch nachzugehen und weitere deutsche Hilfe anbieten zu können. Ja, wir sehen uns ja manchmal riesigen Bergen gegenüber, und dann würde ich gerne Frau Scheuermann fragen. Sie vertreten ja eine andere Perspektive, die Perspektive jetzt der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz, und auch Sie sind ja Mitglied im Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz. Sind wir eigentlich, wenn Sie die Fragen oder Herausforderungen hören, die Hossam Refai stellvertretend eigentlich für unsere Gast- und Partnerländer formuliert hat, sind wir eigentlich in Deutschland gut aufgestellt, um dem zu begegnen? Also haben wir die Kompetenzen, die Potenziale oder nicht? Ich denke, das lässt sich nicht so ganz eindeutig beantworten. Wir haben sicherlich eine Menge an Kompetenzen, eine Menge an Know-how, aber ich glaube, wir haben ebenfalls einen enormen Bedarf, auch von einem Austausch mit Partnerländern zu profitieren. Ich kann jetzt nur für die Denkmalpflege sprechen, und ich denke, dieses Fach hat sich in 200 Jahren sehr stark mit Bezug auf die eigene Nation herausgebildet, auf die eigene Geschichte, die eigene Kultur, obwohl man von Beginn an auf Goethe aufbauend, natürlich, wie die Frau Ministerin es eben zitiert hat, das gemeinsame Erbe auch so im Label führt und es immer oben anstellt, hat man aber doch im Wesentlichen, was die Theoriebildung, was das Selbstverständnis anbetrifft, doch auf die nationale Denkmalkultur geachtet. Und ich glaube, das gilt auch für die europäischen Partner und Nachbarstaaten so. Ich glaube, dass es auch für uns eine enorme Bereicherung ist, einen solchen partnerschaftlichen Studiengang zu haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass man davon wirklich auch für unsere Diskussionen weiter profitieren kann. Denn wir können auch und müssen sehr viel lernen, auch vom Austausch mit anderen. Ich glaube, es kann nicht darum gehen, dass wir unser Know-how weitergeben, sondern ich glaube, dass ein neues Denken in gewisser Weise erforderlich ist, das sehr partnerschaftlich organisiert ist und sagt, wir haben ein gewisses Know-how, aber wir haben auch Defizite, Wissensdefizite über die spezifischen Erbekulturen in anderen Ländern. Und ich glaube, da müssen wir aus einem solchen gemeinsamen Prozess mit Ägypten oder anderen Ländern durchaus noch sehr viel lernen, und wir müssen auch möglicherweise unsere Haltung ein bisschen noch überdenken. Also in den internationalen Konventionen sind ja diese Ansätze formuliert worden, also seit der Charta von Venedig über die unterschiedlichen
Vereinbarungen, die getroffen wurden, die immer mehr, sagen wir mal, vom Eurozentrismus wegrücken. Ich sehe ein wenig das Problem ja immer im Praktischen, das mag an meiner Disziplin der Archäologie liegen, und frage mich eben, wir haben, finde ich schon, Kompetenzen und ein großes Know-how in Deutschland. Das ist teilweise wunderbar föderal organisiert. Wir hatten heute Diskussionen, dass eigentlich qua Gesetz, auch wenn sich nicht alle, man sich auch aus Prinzip nicht gerne dran hält, die deutschen Landesarchäologen, die deutsche Denkmalpflege ja nicht im Ausland tätig sein kann. Allerdings haben wir, abgesehen vom wunderbaren Kulturerhaltprogramm, auch überhaupt niemanden, der wirklich den Auftrag hat, im Ausland im Bereich des Kulturerhalts tätig zu sein, also weder eine Institution noch sonst etwas. Was sehen Sie denn da für Chancen, oder was könnten wir machen, um dem entgegenzuwirken, es sei denn, mein Bild ist ganz falsch. Ich bin ja sozusagen als Archäologin nicht Fachfrau in Ihrem Bereich. Ich denke, wir haben natürlich die Institution ICOMOS. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Das ist ja nun eine Institution, die 1965 gegründet wurde, um sich für das Welterbe einzusetzen, was sie ja auch tut, auch mit entsprechenden Monitoringprogrammen etc. Das ist sicherlich schon wichtig und vermittelt auch ein internationales Denken und ein internationales Know-how in der Denkmalpflege. Aber ich glaube, dass man einfach konstatieren muss, das ist so ein gewisser kleinerer Kreis von Experten, der dort tätig ist. Und dass es vielleicht darauf ankommt, auch heutzutage, wo wir sehr viel stärker global agieren und denken müssen, dass das auch stärker in die Praxis der Ämter, der Universitäten, also auch weiter runtergebrochen wird sozusagen, dass es eine größere Selbstverständlichkeit wird, über internationale Fragestellungen nachzudenken und meines Erachtens nicht nur mit Bezug auf World Heritage, sondern auf Kulturerbe insgesamt, denn auch da gibt es ja durchaus unterschiedliche Konzepte, was man erhalten will und wie man es tun will. Und ich glaube, da ist noch eine ganze Menge an Diskussionsbedarf. Sozusagen der Diskussion auf der Metaebene mit den praktischen Lösungen. Und da müssten wir einen Weg finden, wie wir eben zusammenkommen, nicht nur in einem Studiengang, sondern auch vielleicht uns auf deutscher Seite etwas besser aufstellen. Wenn ich an Herrn Knaut eine Frage richten darf, weil Sie ja jetzt die Perspektive auch der universitären und der Hochschulausbildung im Bereich Konservierung und Denkmalpflege vertreten. Was sind denn dort oder wie sieht die Situation denn dort aus in Deutschland? Was sind da Bedarfe und Trends, oder was, wie sehen Sie die Herausforderungen auch der Ausbildung oder des Tätigseins im Ausland in Kulturerbsmaßnahmen? Ja, vielen Dank. Ich würde eine Frage, die ich gleich beantworte, die Sie gestellt haben, nochmal vorziehen, die Frage der Ansprechpartner. Ich glaube tatsächlich, was wir erleben, ist jenseits unserer Denkmaltheorie, wir werden angesprochen von Hunderten von Institutionen und Ländern weltweit aufgrund unserer Kompetenz. Und grundsätzlich sind die baff erstaunt, dass wir nichts zentral anzubieten haben, sondern dass jedes Bundesland mit beliebigen Möglichkeiten und Maßnahmen agiert, jede Hochschule bis hin zu jedem Hochschullehrer, der sich in Einzelprojekten stark macht. Was uns wirklich fehlt, ist eine Plattform, eine Bündelungsmöglichkeit der tatsächlich vorhandenen Kompetenzen und nach innen gerichtet auch, und da gehe ich auf Ihre Frage nochmal ein, eine Möglichkeit zu gucken, wo haben wir blinde Flecken, wo sind wir schlechter geworden, als wir schon mal waren. Ich nehme deshalb diesen Begriff in den Mund, weil ich weiß, dass wir zum Beispiel im Bereich der Archäometrie große Aufschwünge hatten in den 70er und 80er Jahren und heute so dastehen, dass berühmte Institute quasi zumachen müssen oder zugemacht worden sind und andere mit privaten Spenden plötzlich erblühen. Ich denke an die Engelhorn-Stiftung in Mannheim zum Beispiel. Das heißt also, wir sehen, dass wir Kompetenzen haben, entwickeln und zu hoher Spezialisierung treiben und trotzdem auf der anderen Seite Kompetenzen verlieren. Ich glaube gerade, und da stimme ich Frau Scheuermann vollumfänglich zu, die Interaktion mit dem Ausland
jedem Ausland würde erst ermöglichen, da auch wieder einen kritischen Blick nach innen zu werfen und zu sehen, was dort passiert. Im Bereich der Restaurierung und der Ausgrabung, des Ausgrabungsingenieurswesen ist es zurzeit nicht so wirklich schwierig. Da sehe ich nur ein Dilemma. Wir haben in diesem Feld einen gut ausgeprägten öffentlichen Bereich und einen sehr gut ausgeprägten privaten Bereich. Was ich deshalb so betone, weil das muss man deutlich sehen, dass nicht nur der öffentliche Bereich, die Museen, die staatlicherseits alimentiert werden, sondern dass gerade auch der private Bereich ein ausgesprochen gutes und produktives Arbeitsfeld ist. In der Denkmalpflege, aber auch in anderen Bereichen der Restaurierung. Und diese Erfahrung könnte ein Teil dazu sein, den Benefit von Kulturerbebewahrung auch jenseits des Guten und Schönen und des Ästhetischen wirklich stärker noch nach außen zu tragen. Ich glaube, dass das nicht nur eine große Chance ist, das wird praktiziert. Deutsche Restaurierungsfirmen sind international unterwegs, im Iran, in anderen Stellen der Welt. Kollegen hier unter uns sind selbst sowohl als Forscher, aber zum Teil auch als Handelnde unterwegs. Lassen Sie mich einen Aspekt noch erwähnen, der besonders wichtig ist. Restaurierung war und ist häufig ein relativ elitärer Beruf aus verschiedenen historischen Gründen, der sich vor allen Dingen in den letzten zwei Jahrzehnten besonders damit emanzipiert hat, dass er sich sehr stark spezialisiert hat. Das ist ein Dilemma in der Zusammenarbeit sowohl in Deutschland als auch im Ausland, weil die hohe Spezialisierung natürlich einen hohen Kompetenzgrad ergibt, einen hohen wissenschaftlichen Kompetenzgrad, der aber in ganz, ganz vielen Kultureinrichtungen gar nicht gefragt ist, sondern die brauchen tatsächlich Generalisten. Es gibt Hunderte und Tausende von Museen, auch in Deutschland im Übrigen, die Generalisten brauchen, die wirklich mit den Objekten umgehen und es schaffen. Und dazu komme ich zum letzten Punkt, die es schaffen, die berühmt-berüchtigten Stakeholder auch zu erreichen. Also nicht nur den Geldgeber, sondern tatsächlich die Menschen, zum Beispiel die jungen Leute, die nicht ins Museum gehen, üblicherweise mit anderen Mitteln zu erreichen und Kulturerbe, Kulturgut, Mobiles und Immobiles tatsächlich wieder besser zu verankern. Deshalb glaube ich auch und bin ganz überzeugt, dass diese sich neu entwickelnden Studiengänge, zu denen mein eigener ja auch gehört hat, vor 20 Jahren, oder die sich entwickelnden museologischen Studiengänge tatsächlich ganz neue Chancen bieten. Sie sind nicht traditionell da, sondern sie bieten im Zusammenspiel mit den Partnerländern, die dort eigene Bedarfe formulieren und haben. Wir haben Weiterbildung in Riad gemacht, Absolventinnen von mir mit den Kolleginnen vom DAI, das Personal weitergebildet, einfach im Handling von Objekten. Und das ist eine Basis, wo wir dann mit den 280 Kolleginnen und Kollegen im Ägyptischen Museum sicher auch ganz gut zusammenkommen werden in Weiterbildungsmaßnahmen. Ich will damit sagen, dass wir wirklich Bündelungen anstreben sollten, um sowohl die Idee des Kulturerbes und der Denkmalpflege international weiter zu verbreiten und tatsächlich auch wieder nach innen zu wirken und deutlich zu machen, dass diese in der Regel kleinen, sehr weit aufgesplitterten, auf viele Hochschulen aufgesplitterten Fächer, welches Potenzial sie tatsächlich haben. Ja, jetzt haben Sie auf ein interessantes Problem hingewiesen, was ein gewisser Spagat eigentlich ist. Einerseits deuteten Sie an, Kulturerhalt ist ein auch wachsender internationaler Markt, auch für Absolventen. Wir haben auch wachsende Anfragen und gleichzeitig haben Sie so etwas nett nebenher angedeutet, was in der Kartierung, die ja Bundesministerin Schawan veranlasst hatte zum Artensterben der kleinen Fächer, dass eben auch viele Kompetenzen ganz weggebrochen sind. Und wir haben ja eben auch zusammen mit der Generalsekretärin des DAAD dieses Problem diskutiert. Wie kommen wir denn da raus? Also wir haben Anfragen, wir haben Wünsche, wir haben gleichzeitig ein Streichen dieser exotischen Disziplinen wie historische Bauforschung, ne? Also wenn die entwerfenden Architekten an einer Fakultät einen Streichauftrag kriegen, ist vollkommen klar, dann kommen die erstmal weg, die an sich notwendig sind, weil eigentlich wird ja fast nur noch im Bestand gebaut, so viele Neubauten gibt es ja gar nicht, aber also vielleicht außer in Berlin. Aber das ist schon, also irgendwie weiß ich noch nicht so recht, wie da Ihre Perspektive ist, wie wir da rauskommen. Herr Kollege Leisen aus Köln hat eine ganz schöne Perspektive aufgemacht.
die letztlich alt ist, aber wieder ganz neu werden kann. Im Grunde genommen existieren in den hochspezialisierten Fachgebieten wunderbare Netzwerke. Gerade in den kleinen Fächern, das muss ich Ihnen nicht sagen, kennen sich die Kolleginnen und Kollegen über viele Jahre und Jahrzehnte. Die Lehrstühle sind bekannt. Wir müssen letztlich rauskommen aus dem partikularistischen Denken. Wir müssen Plattformen finden, Netzwerke, die wir so befestigen können, dass sozusagen nicht aufgrund Einzelentscheidungen einer einzelnen Hochschule, aus welchen Gründen auch immer, bundeslandsbezogen oder profilierungsbezogen, diese Fächer plötzlich wegbrechen oder klein werden oder marginalisiert werden. Das ist leicht gesagt, das weiß ich, aber faktisch ist das eine Aufgabe, der ich mich in meinem jetzigen Job ja auch ausgesetzt sehe. Die Frage ist, wie profilieren sich die Hochschulen? Wie wird ihnen klar, dass diese Fachgebiete letztlich in bestimmten Zusammenhängen auch strategisch sinnvoll nutzbar und einsetzbar sind? Das bedeutet aber auch, dass diese sogenannten kleinen Fächer sich natürlich auch in die Strategien ihrer Hochschulen einbringen müssen. Das ist zugegebenermaßen in Deutschland ein nicht einfacher Prozess. Aber es gibt viele andere uns sehr sympathische Nachbarländer, die durchlaufen den auch. Die Niederländer zum Beispiel, die also 5, 6, 7 Jahre investieren, um in allen ihren Hochschulen Strategieausrichtungen zu suchen und zu finden. Die gehen sogar so weit, dass sie alle Fächer einbinden wollen in der jeweiligen Hochschule. Das finde ich überambitioniert für Deutschland. Aber ich glaube, wir haben eine gute Gelegenheit vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die Sie alle hier heute geschildert haben und Frau Böhmer besonders und Frau Wintermantel, dass wir diese Chance erneut ergreifen und zu sagen, ja, wir müssen unsere eigenen Stakeholder bitten, uns dabei zu unterstützen, diese Bündelung wirklich voranzutreiben. Das heißt ja nicht, dass wir neue Institutionen gründen müssen. Die haben wir, sondern wir müssen tatsächlich die Bündelung vorantreiben und dabei auch die Kompetenzen, die wir haben, auch wirklich offensiv nach innen und nach außen vertreten. Frau Scheuermann, wenn Sie das jetzt hören und es wird von Ihrem Kollegen aus einer anderen Fachrichtung nun gesagt, und Sie vertreten ja eigentlich schon Netzwerke. Brauchen wir denn eigentlich wirklich sowas wie noch ein Netzwerk oder vernetzwerken wir uns dann? Und meinen Sie, dass es vielleicht auch wirklich positive Rückwirkungen haben kann in die Ausbildung, vielleicht auch in die Institution oder wie Sie anfangs sagten, auch in die natürlich intellektuelle Auseinandersetzung der Konzeptionierung? Was ist eigentlich dann in einer transregionalen, globalisierten Sichtweise Kulturerhalt in auch praktischer Umsetzung? Ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass aber vielleicht auch generell wichtig wäre, dass wir uns wir haben das heute mehrfach so gesagt, um die Sichtbarkeit unserer Anliegen Gedanken machen. Und das fände ich ganz wichtig, dass das sowohl für unser Auftreten im Ausland so ist, aber genauso rückwirkend, Entschuldigung, für die Aktivität im Inland. Ich glaube, dass wir wunderbare Projekte machen, aber dass eine breitere, kulturell interessierte Öffentlichkeit davon eigentlich nicht Notiz nimmt, weil sie es auch nicht weiß. Dass wir uns wirklich Gedanken machen müssen, dass wir für die Dinge, die wir tun, eine gewisse Akzeptanz brauchen, dass es auch ein berechtigtes Interesse ist, der Gesellschaft darüber informiert zu werden und dass wir wirklich da mehr Engagement aufbringen müssen, die Dinge zu vermitteln. Es ist mehrfach schon auch einführend erwähnt worden, wie bedeutend Kulturerbe für die jeweilige Identität der Länder ist. Das ist eigentlich Konsens. Insofern haben wir ein Fach, wo man denkt, das sollte doch konsensfähig sein. Trotzdem gelingt es uns schwer zu sagen, inwieweit ist Denkmalpflege, ist Archäologie, ist Restaurierung mit diesem Belang aufs Engste verknüpft. Und das ist ja so. Ich glaube, das müssen wir einfach noch stärken. Wir müssen es stärker vermitteln. Und dazu ist ein anderer Punkt meines Erachtens notwendig, abgesehen von der institutionellen Sicherung der Hochschulen, aber auch in unserem Fall jeweils der Landes- und anderen Ämter, die da zuständig sind. Wir brauchen für das, was wir vermitteln wollen, was wir erreichen wollen, auch im Kulturaustausch zusätzlich eine gewisse Stetigkeit, eine Dauerhaftigkeit und eine Verlässlichkeit
der jeweiligen Partnerschaften, auf die man setzen muss. Auch das halte ich für wichtig. Ich habe es im eigenen Bereich auch erlebt, wie häufig man wichtige Dinge anstößt. Nach 3 Jahren ist es vorbei. Das hilft niemandem. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, auch für die Fortsetzung unserer Diskussion, dass man diese beiden Aspekte mit bedenkt, dass es wirklich eine Verlässlichkeit braucht. Und ich denke, das ist auch Ihr Anliegen. Sam, wenn ich dich noch mal fragen darf, du hast jetzt gehört, also wir haben selber identifiziert in der Diskussion, dass uns im Grunde es an Sichtbarkeit in diesem Bereich fehlt und auch an Ansprechpartnern, an Netzwerk. Ist das auch die Erfahrung gewesen, als du den Studiengang geplant hast, oder war das einfach in Deutschland jemanden zu identifizieren, der optimale Partner ist? Ja, ich habe ja vorhin erwähnt, es war einfach ein Google-Suche im Internet. Ich habe einfach gesucht, German Programs in Cultural Heritage Management, und dann stoße ich auf Cottbus, und ich habe dann durchgesucht. Es war ein wunderbares Programm mit UNESCO und alles, und ich habe gesagt, das ist, was wir brauchen, und eben dann eine E-Mail geschickt, und die Sache ging dann. Also zur gleichen Zeit gab es ja vom DAD diese Transformationspartnerschaftsprogramme, und das hat sich alles sehr gut eingefügt. Ja, ich denke, vielleicht ist eine vermehrte deutsche internationale Präsenz vielleicht die Lösung, dass solche Disziplinen nicht abgeschafft werden, wenn sie international gefragt sind. Und es ist ja ein enormer Bedarf an deutschem Know-how und Expertise überall. Ich glaube, vielleicht ist das die Lösung für diese Disziplin. Also es ist ja nicht nur in Ägypten so, es ist auch in reichen Ländern im arabischen Golf, ist es nicht anders an Museen. Die Leute sind also nicht ausgebildet, nicht genug ausgebildet. Ich habe selbst Erfahrungen in Bahrain, wo ich mehrere Jahre gearbeitet habe, und auch in den Emiraten, wo ich mehrmals zu Besuch war und auch mehrere Museen dort besucht habe. Die Leute brauchen Training. Und die können das auch bezahlen dort, und es fehlt einfach an Expertise und Know-how. Und ich denke, dass eine deutsche internationale Präsenz in allen Ländern einfach im arabischen Raum gefragt ist. Und vielleicht muss man einfach eben das zeigen, eben diese Sichtbarkeit des deutschen Know-hows in diesem Bereich muss man einfach besser darstellen und besser Marketing machen in solchen Bereichen. Jedenfalls sind Leo Schmidt, Stefan Seidelmeier und ich heilfroh, dass die Google-Suche so erfolgreich war und dann auch noch in einen so wunderbaren Studiengang mündet. Wir haben im Vorfeld natürlich schon viele Diskussionen auch geführt über die Themen, die uns umtreiben, und wir haben das Ganze, das können Sie dann draußen auch mitnehmen, in einer Broschüre zusammengefasst, leider in der Geschwindigkeit jetzt nur auf Deutsch, aber ihr könnt alle so perfekt Deutsch, dass ihr einen Übersetzer findet. Auch Frau Samrefay hat ein Statement beigetragen, eine Position markiert. Und wir haben auch in der Diskussion vorab mitgenommen oder auch formuliert, dass wir daran arbeiten müssen, uns selber sichtbarer zu machen, auch Netzwerke aufzubauen, um die Kooperation auch zu erleichtern, denn das hast du verschwiegen, in anderen Bereichen haben wir jetzt ein bisschen länger gesucht und länger in Deutschland gegoogelt und diskutiert, weil das Problem eben auftritt, dass viele Universitäten, Fachhochschulen die Kompetenzen haben, die Kollegen haben, aber die schon völlig überlastet sind und gebunden sind in Projekten. Und Frau Rühland hat auch den wirklich guten Vorschlag gemacht, sich stärker über auch in manchen Bereichen Zielregionen zu verständigen und stärker, wie auch Herr Knautes sagte, in die Universitäten hineinzuwirken, unser gemeinsames Interesse auch den Universitätspräsidenten, Rektoren klarzumachen, um einfach dafür zu sorgen, dass die disziplinären Grundlagen, das Know-how, nicht sukzessive wegbricht, denn dann, klar, stehen wir als deutsches archäologisches Institut irgendwann ziemlich dumm da, weil wir dann keinen Nachwuchs mehr haben in Bauforschung und sonst was. Wir können nicht wirklich international kooperieren und ich befürchte auch irgendwann nicht mehr international konkurrieren. Es ist ein auch steigender Markt. Ich denke, dass
Sie jetzt schon alle gespannt sind auf die typischen archäologischen Rituale, die es natürlich auch gibt. Und Sie wissen, alle Archäologen erforschen, dass Feste auch identitätsstiftend sind und vor allem die damit verbundenen Zunahmen von Speisen und Getränken. Wir haben gestern schon angefangen, gestern Abend, und würden jetzt gerne die Diskussion eben in einem schönen Ritual weiter fortführen und Sie alle herzlich einladen in das Foyer des Europasaals. Ihnen, Frau Staatsministerin, möchte ich noch mal ganz herzlich danken, Herr Professor Gonaim, Frau Professor Wintermantel, dass Sie gekommen sind, zu uns gesprochen haben, die Themen formuliert haben, mit den Kollegen der Helwani-University, Magad Negem und Professor Refai, werden wir noch diskutieren in den nächsten 2 Tagen. Da haben wir noch viel Arbeit vor uns, aber ich denke, wie Frau Professor Böhmer so schön sagte, es sind ja schöne Inhalte und spannende Inhalte, über die wir reden, über die wir uns austauschen, und Gegenstände, für die es sich lohnt, auch Konzepte zu entwickeln. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich und möchte Sie einladen zu einem Glas Saft, Wasser, Bier, Wein, ich weiß nicht, was es gibt, und irgendwas zu essen.